Wir haben März, den 24. um genau zu sein. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearthstone. Und ich hoffe, ihr habt alle, oder wahrscheinlich hat das irgendwie keiner, aber ja, es gibt, ich weiß nicht, wer den Trailer gesehen hat, aber es gibt im Shop jetzt für Gold oder Echtgeld unter Adventure Blackrock Mountain zu kaufen. Und im Trailer, ich finde den Trailer richtig geil für die, die den gesehen haben. Da am Ende des Trailers ist so, kennt ihr von League of Legends Braum, den Champion? Ich weiß nicht, wer den kennt, aber am Ende vom Trailer ist so Black Rock Mountain, a Hearthstone Adventure mit so einer richtigen Braum-Stimme, also mit richtig so, als wäre das derselbe. Ja, wenn ihr das pre-ordert, also jetzt bestellt, im April gibt es den ersten Flügel, dann kommt der zweite, dritte, vierte, dann kriegt ihr diesen Card Back, den Molten Core aka geschmolzener Kern, ja, diesen Kartenrücken, also jetzt für eure Karten hier, bla bla bla, hier gibt's die anderen, den ihr auch für jede Season kriegt, wenn ihr Rang 20 und so habt, kann man jetzt bestellen, ist eine super Möglichkeit, weil, also was heißt, wie sage ich das jetzt, die neuen Karten sind nicht so Bombe, die neuen Karten von Blackrock Mountain, da gibt's jetzt nicht so geile, auf jeden Fall, ja, hab ich es mir vorbestellt, weil ich es auf jeden Fall weiterspiele. So, wir wollen Ranked. Handlock habe ich jetzt ein bisschen Bock drauf. Aber ich weiß nicht, was spielen wir? Was spielen wir? Hunter, da sind die Games schön schnell. Aber Hunter ist immer so, Ich habe eigentlich heute schon zweimal versucht, euch ein bestimmtes Deck zu zeigen. Das ist das hier, Face Priest, was ich ziemlich lustig finde. Ach komm, das mache ich jetzt auch mal, oder? Nur damit ihr das mal seht. Ja, bei dem Deck, ich konnte mich köstlich amüsieren. Also Leute, ich garantiere jetzt nicht für einen Win oder so, weil auf Rang 12 habe ich das noch nicht allzu oft gespielt. Allerdings sollte es sollte möglich sein. Also sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sollte jetzt nicht das Schwerste der Welt werden, mit dem Deck zu gewinnen. Auf jeden Fall, ja, Face Priest, wie funktioniert das? Sagt eigentlich schon alles. Ihr spielt das Deck wie Hunter. Also ihr geht einfach nur Face, Face, Face. Mad Bomber. Das ist mit die beste Karte, die man haben kann. Den Arcane Golem habe ich wieder ins Deck gehauen, weil Shadow Word Pain wäre ganz nett oder irgendwas anderes. Okay, Mind Blast und Eule. Das ist so lala. Aber wir spielen, ja, ihr seht's, Face Priest. Greetings. Ich hab Bock, den Knife Juggler zu coinen, aber mal sowas von. Das Ding ist, was soll denn jetzt kommen? Slam? Nee, kostet Slam 1 Mana, 2 Mana? Ja, er könnte Knife Juggler töten, aber einfach mal die Coin raus. Das ist eigentlich scheiße und das macht man gar nicht. Also außer man kriegt dadurch wirklich riesen Tempo. Okay, er schildet sich. Ich will den Mad Bomber spielen, aber der darf meinen Knife Juggler nicht töten. Okay, Lepra Gnome ist geil, aber er darf trotzdem meinen Knife Juggler. Bitte töte ihn nicht. Bitte Mad Bomber, Mad Bomber. Come on. 3 Damage für Garrosh. Komm, komm. Und den dritten. Okay. 1 Damage auf mein Knife Juggler, das ist okay. Wenn die jetzt überleben, habe ich 6 Damage und er ist schon bei 20. Ist ziemlich nice. Ja, das Deck ist ein bisschen Troll. Hab eben gegen, ja, Rang 7er und Rang 4er gewonnen. Also haben so ein paar Freund-Games hier gespielt, so ein paar Matches. War ganz interessant. Ich finde das Deck auch mehr als cute. Also das ist wirklich richtig geil eigentlich. So, wenn er jetzt nochmal Wirbelwind hat, spiele ich jetzt Haunted Creeper oder heile ich den? Heil ist eigentlich richtig unnötig. Haunted Creeper gibt mir noch einen Minion. Zweimal Wirbelwind ist richtig unwahrscheinlich, oder? Das hier könnte aber auch Cruel Taskmastern, den Typen. Und das will ich nicht. Also hier ein Damage geben für 2 Attack und so ein Kram. Wenn, also jetzt hat er ja 2 Leben. Wenn er den jetzt töten will und er hat keinen Slam und er hat kein, wie heißt das Ding, was 2x2 Damage macht. Hier, Cleave, genau. Dann müsste er jetzt Execute benutzen. Um den zu clearen, müsste er denn jetzt eigentlich Execute benutzen. Und das wäre für mich ein Erfolg. Also ich würde es feiern, weil Execute benutzt man eigentlich nicht für sowas. Ja, ich glaube, der Heal war richtig. Besser als Haunted Creeper. Und, okay, er hat einen Charge. Tötet er damit jetzt den Lepra-Gnom? Oh boy. Okay, er hat meinen Lepra-Gnom getötet. Ja, wir haben Arcane Golem, haben selber einen Charge. Ich will ja eigentlich Haunted Creeper into Mind Blast. Und damit Face. Oder ich gebe ihm jetzt Mana. Aber ich habe keinen Bock, ihm Mana zu geben. Schon gar nicht, weil er dann gleich Sylvanas oder so spielen könnte. Wir machen mal den hier.
Haunted Creeper. So, und da ist er bei 15 Health. Leute, wir haben noch ein zweites, wir haben noch zweites Mindblast drin. Wir haben noch Wolf Rider, wir haben noch ein Holy Fire, wir haben richtig viel. Holy Nova, Matter Bomber, nicht hier die Entwicklung von dem Typen. Okay, er macht Shieldblock, damit ist mein Dings gecountert worden, mein Mindblast. Aber ich finde das Deck ziemlich troll, ziemlich witzig und ich gebe euch auch nach dem Video, also wenn ich nach dem Game hier kriegt ihr die Decklist. Ich finde es mega geil, okay, Shadow Bomber. Aber das spiele ich nicht, oder? Doch. Drei, na klar. Bam, bam, so. Damit ist seine Armor wieder weg, was so viel bedeutet, wie er kann nicht Shield Slam. So, 14 Health, 27, wir haben Holy Fire. Das ist alles noch gut. Das Ding ist, gegen Warrior habe ich, glaube ich, mit dem Deck einmal verloren. Weil das Problem ist, das ist bei dem jetzt nicht so, aber wenn er jetzt einen Sludge Belcher oder so spielt, okay, das würde ich auch noch geklärt kriegen mit Holy Fire. Das Problem ist, ein Warrior, der tauntet sich so voll, also der gibt sich Armor, der spielt so eine Zengeance, was weiß ich, Sludge Belcher, spielt diese ganzen Dreckskarten, die einfach nur aufregen und hat Board Clear im Normalfall. Der Typ ist jetzt irgendwie schlecht. Also ich will nicht sagen schlecht, aber ja, okay, jetzt hat er das Game definitiv verloren. Jetzt ist vorbei. Okay, Shieldblock. Das ist ganz okay. Jetzt gibt er sich nochmal Armor, oder? Spielt ein Minion. Hier, Shield Maiden oder so. Okay, er hat doch noch nicht verloren. Ja, Armor Smith. Armor Smith meinte ich, nicht Shield Maiden. Shield Maiden kostet 6 Mana. Wir haben Dr. Balance und können ihn leider nicht spielen. Das Ding will ich ja eigentlich töten, aber ich will auch so machen. Silence. Weil Holy Fire sich für mich noch nicht so lohnt. Erstmal ein bisschen Armor weg. Jetzt ist das Problem, da ich Holy Fire nicht gemacht habe, kann er noch Shield Slam. Finde ich aber gar nicht mal so schlimm, denn er muss sich gleich um Dr. Boom kümmern. Dr. Balance. Ja, falls ihr es nicht mitbekommen habt, den Hype. Dr. Boom, jedes Deck, jedes Tournament. Wirklich jedes Deck. Also, es gibt eigentlich kein Deck, was nicht Boom beinhaltet. Die Karte ist einfach nur insane. Ich weiß, habe ich letztes Mal noch gehatet. Okay, er spielt Karn. Oh, okay, er gibt sich Armor, 14 Health. Ja, wir können ihn nicht so wegdanken, so einfach, leider nicht, oder? 3, wir haben nur 8 Damage in der Hand. Aber ich will sowieso Dr. Balance spielen und dann soll er sein Execute oder so benutzen und ich habe Boombots. So machen wir das. Well played. Also es ist lustig, es ist wirklich, das Deck ist, ja, trollig. Normalerweise macht man sowas nicht, niemand spielt Face Priest oder es gibt Leute, die machen das auch so, die spielen so in der Art, hat Crip auch mal gemacht, falls ihr Crip kennt, Criparian. Und ja, Moment, ich trinke erstmal ein Schlückchen hier, ich feiere das gerade einfach. Ja, okay, er tötet meinen Boom mit Execute oder ohne? Ich glaube mit, oder? So, erst gibt er sich Armor und Shield Slam. Okay. Da hat er gut Execute around gespielt, sag ich mal, around Execute. Holy Fire sollte ich vielleicht bald mal benutzen, schon alleine, weil das Ding 6 Mana kostet. So, da ist mein Boombot. Theoretisch könnte ich, das macht aber keine 4 Damage für Face, oder? Das wär's ja. Ja, Boombots sind ekelhaft, diese Karte. Black Knight. Okay, dass er Black Knight so raushaut, finde ich richtig geil. Das heißt, oh Leute, seht ihr, was ich sehe? 2, 3, 9, shit. Ich habe nicht genug Mana. Aber halt mal kurz. Könnte ich theoretisch. Ergibt sich ja gleich noch Armor, ne? Also müsste ich einen Minion, glaube ich, töten, den Black Knight. Der da müsste weg. Knife Juggler. Halt. Ich habe genug Mana für Holy Fire und das. Aber Holy Fire will ich für Face benutzen. Holy Fire habe ich aber, glaube ich, auch zweimal im Deck. Shit. Ich glaube, Knife Juggler ist das bessere Play. Und jetzt mache ich den hier. Passt auf, Freunde, passt auf. Erst muss der hier sterben, damit ich die Juggle-Prox kriege. Und jetzt bitte nicht den, bitte. Was habe ich denn gemacht? Oh. Oh, ich habe mich vertan. Ich dachte, der verreckt. Okay, auf jeden Fall machen wir jetzt den. Und jetzt hier okay, 4 Damage Face. Perfekt. Perfekt. Das ist jetzt perfekt für uns. Dann müssen wir den Black Knight gar nicht töten. Denn wie viel Armor kann er sich bitte geben? Shield Maiden, das sind 7, das wären 16 Leben. Shield Block hat er keine mehr. Shield Maiden, ich traue ihm das nicht mal zu, dass er der Typ die im Deck hat, weil der ein bisschen richtig scheiße spielt. Also das ist irgendwie richtig komisch. Ja, Leute, wenn ihr ein höheres Ranking als ich habt,
Also wenn ihr über 12 seid und ich bin ja keineswegs irgendwie Pro oder Hammer oder toll, ich missplay auch an Stellen, da sollte man eigentlich nicht missplayen. Hallo, kommt da auch mal was raus aus diesen Teilen hier? Spinnen, okay. Und hier? Bum, 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 bum. Nee, aber wenn ihr ein höheres Ranking als ich habt, spielt das Deck mal, es ist lustig. Allerdings könnte ich mir vorstellen, also desto höher man ist, desto mehr Garbage ist das. Also das ist eigentlich richtig Shit. Und alleine diese ein Health überall, okay, warte mal, er hat einen Grommash. Oh Leute, seht ihr, was ich sehe? Der Typ hat jetzt das Game verloren. Der Typ hat das Game verloren. 3, 4, ja. Well played, oder? Haben wir gewonnen, ja, ne? 3, zack und Holy Fire. Geil. Ich sag ja, Leute, ich sag euch, das Deck ist. Oh Leute, ich feier das. Gut, wir sind auf der Winstreak. Fast wieder Rang 11. Ja, ich hatte da noch meinen Healbot, das heißt, ich hätte das Spiel noch ein bisschen stallen können. Allerdings hätte das nichts gebracht. Plus, der Healbot, theoretisch kann der raus. Ich habe den nur reingenommen, weil Oil Rogue gerade zerstört und Rogues sind scheiße und Hunter sind scheiße. Und für 5 Mana, der 3-3 ist völlig egal. Ich sag mal, Healbot ist gerade so playable von den Stats, aber der Effekt ist wichtig, weil diese 8 Mana, das ist ein Ragnaros, das ist ein Dr. Boom, kann dich im Fa ins Face hitten und ein Ping, also ein Mage, Hero Power oder Druid oder Schurke ohne Buffs, also nur der Dagger. Und das Ding ist, das ist effektiv as fuck, weil diese 8 Health, mal angenommen, der Gegner hat noch 5 Leben oder so, es verschafft mir einen Draw im fünften Zug. Ich bin eigentlich tot, aber es verschafft mir noch einmal eine Karte ziehen und für 6 Mana ist es dann Holy Fire, der Gegner hat 5 Leben, bam, ich habe gewonnen. Die Karte ist ziemlich gut, Lower Tap, weil Mages scheiße sind, Mana Bomber, weil RNGesus auf meiner Seite ist, also jedenfalls oft. Sludge Belcher zweimal einfach für Protection. Ja, was könnte man an dem Deck ändern, beziehungsweise tempomäßig kann man hier ein bisschen was ändern. Ich wollte Argent Scryer nicht reinnehmen. Nicht Argent Scryer, sondern Argent Commander, weil die Karte shit ist. Die war in der Beta mal cool und damals war die gut, aber wurde genervt. Ist für mich Müll. Shredder. Boah, Entschuldigung. Shredder und so sind nicht drin, weil es zu slow ist. Also die Karte hier ist zu slow. Ihr seht, ich habe gar keinen Vierer-Drop. Ich vermisse ihn auch nicht. Ihr habt ja eben gesehen, es geht auch ohne. Ja, Azure Drake ist unnötig. Könnte man jetzt sagen, oh, es bufft ja Holy Fire, es bufft ja Holy Nova und es bufft ja Mindblast. Ja, das habe ich schon probiert. Allerdings ist Azure Drake nicht mehr das, was er mal war. Also für 5 Mana und 4-4, er kann nicht mal Sludge Belcher clearen alleine. Und wenn du auf Spellpower angewiesen bist, dann ist sowieso zu spät. Wenn, dann würde ich Thalnos reinnehmen, Bloodmage Thalnos. Faceless Manipulator ist witzig mit hier Arcane Golem, allerdings buffen wir den ja nicht. In Paladin wäre das kein Ding. Da spielt man Arcane Golem für 3 Mana, gibt Blessing of Kings oder so, oder was weiß ich. Irgendein Buff halt und Manipulator und vielleicht muss auch vom Mana stimmen, deswegen ist die Karte sehr situational. Nightblade könnte man überlegen, ist sogar eigentlich richtig geil, habe ich mal in mein Hunter-Deck getan, war aber nicht so effektiv, weil der Effekt ist Hammer, aber ich sag mal, wenn Nightblade 4-5 wäre, das wäre schon geil. Wenn Nightblade ein 4-5er wäre, dann würde ich, glaube ich, weil so stirbt Nightblade gegen Swipe, gegen Flame Cannon von Mage, gegen ein 1er Totem von Schamane, das diese Rockbiter Weapon kriegt und 3 Damage mehr hat. Nightblade ist, naja, und die 3 Damage, na, ist halt Face, ist geil, aber ich finde meine 5er Drops hier ein bisschen besser. Zumal Mana Bomber bei leerem Board theoretisch, ganz theoretisch, 6 Damage an den Gegner machen kann und das ist insane. Auch wenn die Karte. Und außerdem, ich spiele Priest, hallo? Wenn mir Mana Bomber 3 Damage macht, kann ich mir das erlauben. Ich kann mich heilen. Das ist ziemlich geil. Ja, hier haben wir Argent Commander. Würde ich gar nicht empfehlen. Würde ich überhaupt gar nicht mehr spielen in gar keinem Deck, weil die Karte genervt wurde so sehr, dass sie shit ist, meiner Meinung nach. 4, das geht einfach nicht. Ich meine, wenn Argent Commander 5 Attack hätte, gut, dann wäre geil, weil dann hast du einen Divine Shield, der Sludgy tötet, der Lower Tap tötet, der alles mit 5 Leben weghaut, der einen Yeti tötet. Aber mit 4-2, das ist heutzutage schlecht in der Meta. Das.
Außerdem ist Divine Shield ein bisschen abgelöst worden durch Death Rattle Minions. Ja, sonst alle anderen Karten, was könnte man noch nehmen? Black Knight braucht man nicht, ist situational. Sylvanas in einem normalen Priest-Deck gerne, nicht in einem Face-Deck. Sunwalker erklärt sich von selbst, warum nicht, weil die Karte finde ich geil und ich würde sie gerne eigentlich in alle meine Decks packen, weil Sunwalker mag ich sehr eigentlich. Auch wenn 4-5 ein bisschen scheiße ist. Ich mag dieses, hey, ich werde protected von so einer großen Kuh. Okay, keine Kuh, aber Taure halt. Ich werde protected von jemandem, nicht nur Taunt, sondern Divine Shield. Das fände ich mega geil, weil meistens muss man dafür sehr viel Removal aufwenden. Oder, und jetzt kommt die Karte, die mir das hier versaut, Black Knight. Und da man ausgeht, oder ich gehe davon aus, dass Black Knight heute in jedem Deck gepickt wird, oder in jedem Deck da ist, was competitive gespielt wird. Black Knight, ja, weiß ich nicht. Das macht jeden Taunt kaputt. Außer man hat eine Menge Taunts, weil dann weiß man, hey, es gibt nur einen Black Knight. Jetzt könnte man argumentieren, hey, ich habe Sludgy. Sunwalker kann man doch eigentlich reinnehmen, weil die Leute Sludge-Belcher Black Knighten, aber na, ich weiß nicht. Nee, dann verzichte ich lieber auf Sunwalker. So, Reckless Rocketeer erklärt sich, glaube ich, auch, warum die Karte 6 Mana für 5-2 ist relativ shit. Zumal die Karte, eigentlich ist die hier gut. Die Karte ist eigentlich gut, aber das Board muss leer sein. Und für 6 Mana, 5 Damage, ich sag nur, hey, hier haben wir Holy Fire, das heilt mich auch noch um 5. Plus, diese 2 Leben. Diese 2 Leben machen es ein bisschen zu... guckt euch mal Arcane Golem an. 4-2 für die Hälfte des Manas. Das heißt, 2 Arcane Golems im 6. Turn sind 8-4 an Minions. Ich krieg 8 Damage und hab 4 Leben auf 2 Minions. Hier hab ich für 6 Mana 5-2 mit Charge. Oh, toll, der Gegner kriegt kein Mana Crystal, aber naja. Ich halt nicht viel von der Karte, Corehound, alles Shit. Dr. Boom halt nur drin, weil es Dr. Balance ist. Die Karten kann man alle vergessen. Stormwind Champion ist interessant, ist aber ein bisschen zu slow. Also für dieses Deck nicht geeignet. Die Karten hier erklärt sich von selbst. KT braucht man nicht. Ragnaros hatte ich überlegt. Ragnaros hatte ich auch in dem Deck. Allerdings fand ich es besser, kein... Das Game soll nicht so lange dauern bis Turn 8. Das soll vorher schon entschieden sein. Und da ist Dr. Boom wirklich so das Höchste, was geht, weil das ist schon ein 7er Drop. Und eigentlich braucht man kein 8er, kein 10er, 12er, 20er, beziehungsweise die hier werden ja günstiger. Dings braucht man auch nicht. Wie heißt diese Karte? Hier, Clockwork Giant. Wobei, die finde ich interessant. Ich habe sie nur nicht und ich will sie mir auch nicht craften, weil es zu teuer ist. Aber ja, das ist Face Priest. Ich hoffe, ihr fandet es genauso lustig wie ich. Das Deck ist richtig übelst Troll. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge, Meinungen, wie ihr es findet, ob ihr es selber jetzt mal so gespielt habt. Und dann könnt ihr mir ja schreiben, hey, wie es ist. 2 Wolf Rider würden vielleicht auch gehen, merke ich gerade. Ist vielleicht auch ganz geil, aber ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich nur für einen entschieden habe. Ich glaube, um irgendwas zu cutten, ich glaube, 2 Holy Fire waren mir so wichtig, weil es einfach 10 direkt Damage sind. Guck mal, Leute, hier habt ihr schon 10, 20 Damage und das ist schon fast das Game. Early Game regelt ihr mit Lepra Gnome, Holy Smites, was weiß ich. Haunted Creeper könnte man... Nee, kann man nicht rausnehmen, aber eine zweite Eule. Also, Eule könnte man eine rausnehmen für was weiß ich, was ihr haben wollt. Light of Naru würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwas, was gibt's denn so? Und wenn's Shadowform ist, okay, Shadowform ist ein bisschen bobbig, aber gut. Shadowboxer habe ich auch experimentiert. Nicht geil in diesem Deck, weil ihr einfach nicht heilt, also ihr heilt kaum Charaktere. Sonst, ja, das war Face Priest, so für heute. Valence Chosen, weiß ich nicht. Ist richtig geil eigentlich, der Buff für 3. Okay, Valence Chosen ist interessant. Das ist wirklich interessant. Nehme ich vielleicht mal rein, oder ihr tut's, ich weiß es nicht. Ich sag erstmal ciao, ciao. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Hearthstone. Vielleicht auch schon bald mit Blackrock Mountain. Und ja, dann geht's weiter. Dann wird gespielt, dann wird geclimbed. Hoffentlich über 12, 11 und was weiß ich, wo ich hier die letzten Tage überall rumlungere. Irgendwie klappt das bei mir nicht so ganz. Aber ich muss auch sagen, Leute, Videos können gerade momentan nicht so kommen, weil ich ein bisschen in der Lernphase bin. Ein bisschen sehr. Ich muss mich gerade ein bisschen reinhängen. Und ja, wenn das wieder weg ist, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe und so,
um mich aufs Gaming zu konzentrieren. Dann gibt's weiter Videos. Wir sehen uns jetzt erstmal beim nächsten Mal wieder hier. Habe ich, glaube ich, schon zum 4., 5., 6. Mal gesagt. Oh, egal. Ich bin gut drauf. Vielleicht kommt gleich noch ein Video. Mal gucken. Ja, ciao. Haut rein.